die wohl meistgestellteste Frage. Seid ihr zusammengezogen, weil ihr ein Paar seid? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf unserem gemeinsamen Channel. Es war jetzt irgendwie ein Monat oder so, als wir unsere Roomtour gepostet haben. Dazwischen ist sehr viel passiert. Jetzt fängt wöchentlicher Content an. Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt und wir haben uns die besten rausgesucht. Und damit starten wir nun. Unsere erste Frage war tatsächlich, wie kam es denn überhaupt zur Auswanderung? Tatsächlich war es der erste Punkt eigentlich, dass wir überhaupt zusammenziehen wollten. Ja, und dann haben wir uns halt ein bisschen überlegt, wohin wir ziehen könnten. Und es waren natürlich auch deutsche Städte wie Berlin oder sowas in unserem Kopf. Aber da wir sehr viel am Reisen sind, dann haben wir uns gedacht, dass es sogar schlau wäre für uns, in ein warmes Land zu ziehen, das nicht so weit weg ist von Deutschland. Haben uns dann natürlich ein bisschen umgeschaut. Wir waren überall. Wir waren auf Madeira, Teneriffa und schließlich dann auch in Malta. Und in Malta haben wir uns halt ein bisschen verliebt. Malta ist halt einfach super cool, weil man hier super viele Sachen bestellen kann. Alles ist super in der Nähe. Es ist nicht weit weg von unseren Moms. Das heißt, wir fliegen tatsächlich nur 2 Stunden nach Deutschland. Das bedeutet also, falls wir uns mal spontan entscheiden, wie an Karneval, einfach mal nach Deutschland zu wollen, dann können wir einfach buchen und sind am nächsten Tag schon wieder in Deutschland. Die nächste Frage, die vielleicht einige von euch interessieren könnte, ist, was man eigentlich machen muss, um auf Malta zu leben, also wo man sich anmelden muss und was man dann eben erledigen muss. Also das Erste, was man natürlich macht, ist erstmal einen Steuerberater aufsuchen. Das haben wir genauso gemacht und dann kriegt man alles super einfach erklärt und dann gibt es eigentlich verschiedene Prozedere, die man durchläuft. Es dauert halt, man muss halt warten, bis die Sachen erledigt werden. Natürlich werdet ihr dann im Laufe dieses Prozesses halt anfangen, euch in Deutschland abzumelden. Ihr solltet auch beachten, dass ihr keine Verträge mehr im Laufen habt, weil erstmal ist das Geld, das ihr einfach verschwendet. Und zweitens ist das natürlich auch, glaube ich, nicht so gut, wenn man auswandern möchte. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr beachten müsstet. Genau, also in Kurzfassung müsst ihr einfach alles, was in Deutschland ist, links liegen lassen und einfach rüberkommen. Genau. Was würden wir tun, wenn einer von uns tatsächlich wieder zurück möchte? Wissen wir beide nicht, weil wir haben noch nie darüber gesprochen. Also haben sprechen wir jetzt das erste Mal darüber. Es ist halt einfach, zum Beispiel jetzt wegen einer Wohnung oder sowas, weil du bist hier an nichts gebunden. Also wenn du raus möchtest, dann zahlst du, dann sagst du das halt einfach und dann hast du so einen Monat Zeit. Ja. Und kannst raus. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, ey Ella, ich fühl's nicht, ich will nicht, dann würde ich dich auch niemals irgendwie zwingen oder sauer sein oder sowas. Weil ich mir denke, ey, das ist dein Empfinden, ich habe keine Ahnung, wie du dich gerade fühlst. Also warum sollte ich dich dafür jetzt irgendwie so judgen oder sowas? Ja. Ich fände es natürlich voll schade. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Deutschland willst, würde ich dich halt schon fragen, willst du dann in Deutschland zusammenleben? So, dann komme ich wieder mit dir halt. Ist mir scheißegal. Also. Ich wäre Safe Call, glaube ich, auch wirklich ein bisschen enttäuscht, bin ich ehrlich. Weil es halt gerade so gut funktioniert. Klar, ich würde es auch verstehen. Also so leicht würdest du mich dann auch nicht loswerden. Also von nee, das will ich auch gar nicht. Das ist halt auch das Ding. So, ich glaube, das Zusammenleben. Ich glaube, das wäre nie ein Problem, weil wir sind nicht nur freundschaftlich cool, wir machen auch unser Business zusammen und das ist halt so, weißt du, das bindet uns halt eh geisteskrank aneinander. Dieses Ummelden und so, das wäre halt scheiße, ja, da würde ich schon ein bisschen stressig, nerven. Ja, das aber nervig. Mein Gott, man kann ja niemanden zu irgendwas zwingen, deswegen. Genau. Die nächste Frage ist, gibt es etwas, was euch aus Nürnberg oder Mannheim fehlt, das es so auf Malta nicht gibt? Und tatsächlich gibt es eine Sache und, oder bei mir gibt es sogar 2 Sachen und wir bestechen unsere Freunde, die uns hier besuchen kommen, tatsächlich. Und das ist Nummer 1 bei mir Heats, also diese Eikos-Dinger, die ich halt immer rauche. Und Whiteberry-Schweppes für unseren Lillet. Ja. Und Lillet halt. Oh mein Gott, Lillet gibt's nicht. Absolut schwierig. Das ist ein Bruch. Irgendwas davon zu finden, es ist wirklich schwierig. Ja, und sonst vermissen wir eigentlich schon unsere Mudis. Ja. Nur die Mamis. Jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Frage, weil die interessiert, glaube ich, extremst viele. Seid ihr nur wegen den niedrigen Steuern ausgewandert oder gab es auch andere Gründe? Wir wollen euch nicht anlügen. Obviously waren Steuern natürlich ein Grund für uns. Das war auf jeden Fall auch ein Thema. Definitiv. Definitiv. Aber das ist nicht das Einzige. Steuern, super, super cool hier. Kann man gar nichts sagen. Aber zum Beispiel Wohnungspreise. Wir haben hier eine riesige Wohnung, die komplett eingerichtet war, was man nicht vergessen darf. Wir haben einen Whirlpool. Wir haben unten Security und alles. Wir sind super sicher hier. Wir haben eine sehr, sehr tolle Wohnung. Für den Preis würden wir das zum Beispiel in Deutschland nicht bekommen. Never. Und wieso sollten wir darauf verzichten, wenn es hier geht? Das Thema Wetter ist, glaube ich, muss ich gar nicht ansprechen. Hier ist im Winter, sind hier 20 Grad. Man wacht jeden Tag mit Sonnenschein auf, was deutlich angenehmer ist. Und das ist sau, sau geil. Man ist viel motivierter. Und natürlich, wir sind Content Creator. Dafür ist das Wetter auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ja, und die Locations. Wir die haben Locations. Hier geisteskranke Meere. Wir haben hier Locations wie die Blue Lagoon. Die Blue Lagoon zum Beispiel, das ist also sau, sau krass. Die nächste Frage, die euch interessiert hat, war, seid ihr für euch oder habt ihr sogar schon Kontakte auf Malta geknüpft? Ich würde sagen, wir sind schon relativ
stark für uns, aber haben auch ein paar Kontakte. Ja, man muss ehrlich sagen, wir sind beides Menschen. Es ist cool, mit Leuten zu sein, aber ich glaube, wir enjoyen das auch sehr, einfach nur zusammen zu sein und das reicht uns einfach. Wir haben unser Zeug, was wir am Tag erledigen müssen. Wir wollen ins Gym gehen, wir wollen sehr, sehr vieles durchziehen, deswegen wäre das einfach zu viel für uns, glaube ich, aber ansonsten schon ein paar Leute hier. Wie sieht's aus, wenn einer von euch einen Mann, Freund in dem Sinn, bekommen würde? Würden wir dann beide zurückgehen? Wenn ich jetzt einen Kerl kennenlerne und ich sag dem, hör mal, ich lebe auf Malta, komm doch her halt, weißt du, was ich meine? Und das würde ich mir bei dir auch denken, wenn du jetzt einen Kerl kennenlernst, dann soll er doch herkommen. Okay, wir gehen jetzt davon aus, ich war auf einem Event und ich habe da jetzt jemanden kennengelernt und den fand ich jetzt gut. Naja, da kann man sich ja auch erstmal besuchen kommen und ich glaube, Malta ist dann doch ein bisschen ansprechender. Free Urlaub einfach. Wir haben beide den Anspruch, dass jemand offen genug wäre, zum Beispiel zu traveln. Weil das wird ja unumgänglich sein dann, aber zurück unbedingt nicht. Wir können ja mal besuchen kommen, für längere Zeit oder so, ist ja gar kein Problem, aber... Jetzt direkt zu sagen, wir brechen das ab, wäre wahrscheinlich nicht der Fall. Streitet ihr manchmal auch, wenn ihr ganze Zeit auf einem Haufen seid? Kann ich das ganz kurz erklären, wie ich das empfinde? Weil du weißt es selber nicht, das wollte ich auch schon mal sagen, wie ich das empfinde, aber ich habe es noch nicht gemacht. Sammy und ich... Wir sind beide so. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Wir sind beide so. Wir haben beide so Temperament. Und wir haben beide einen Dickkopf manchmal. Ja, sehr. Aber weißt du, was das Ding ist? Unsere Mütter halt auch. Ja. Und wir sind so aufgewachsen, dass wir mit unseren Müttern halt auch nicht gestritten sind. Wir diskutieren halt. Ja. Wir mauen uns kurz an und dann ist gut. Ja. Und das machen wir halt auch untereinander. Ich glaube, wir könnten nie Real Rap richtig streiten, weil wir uns einfach unsere Meinung sagen. Und dann ist dann halt kurz so, ja, okay. Und dann war es das auch wieder halt. Also ist halt irgendwie normal. Also wir hatten jetzt auch schon den Fall, dass ich zum Beispiel am Vortag gesagt habe, yo, ich brauche jetzt Me-Time. Heute hat Ella zum Beispiel gesagt, yo, ich brauche jetzt Me-Time. Also da gibt es auch keine Diskussion. Da wird dann auch einfach mal in Ruhe gelassen. Ab und zu wird dann nach allem geguckt, ob noch alles in Ordnung ist. Leute generell an euch, einfach offen kommunizieren. Ja. In welcher Art und Weise, ob es Freundschaft oder Beziehung oder sowas ist. Kommuniziert es einfach offen, das funktioniert am besten. So, wir nehmen es halt nicht persönlich. So, wir merken so, okay, der geht's gerade nicht gut oder irgendwas ist da jetzt gerade. Das fuckt die halt ab, ist halt so. Wir sind einfach beide sehr direkte Menschen. Die wohl meistgestellteste Frage aktuell, wirklich, wir hören nichts anderes mehr. Kurzer Trommelwirbel. Seid ihr zusammengezogen, weil ihr ein Paar seid? Ja, und die letzte Frage für heute wäre, wie haben eure Eltern auf die Auswanderung reagiert? Und das war lustigerweise sogar voll gleich. Ja, es war ein ganz schnelles Ding eigentlich. Wir haben es ihnen erklärt, wir haben gesagt, was Sache ist. Und es war eigentlich nur, packt eure Koffer und jetzt macht doch endlich mal. Ja. Meine Mom hat auch die ganze Zeit gesagt, ja ey, wenn ich in eurem Alter wäre, ich jetzt genauso gemacht. Und daher nochmal ein ganz fettes Danke an euch, denn ohne euch wäre das tatsächlich auch nicht möglich. Und falls ihr Bock habt, irgendwas Neues in eurem Leben zu probieren, vielleicht auch irgendwas zu riskieren, dann macht es. Hört es von uns. Wir haben auch was riskiert. Und es ist sau cool. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden Support und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüssi! Wollen wir die erste Frage machen, wie es überhaupt dazu kam? Ja. Okay. Ich würde mich jetzt weit aus dem... Was willst du sagen? Was willst du? Wo willst du? Was willst du? Blululup. Ich weiß gar nicht, was du hinaus möchtest, Samantha. Ich würde dir gerne helfen, wirklich. Vom Herzen. Okay. Dementsprechend gab es einfach super viele Aspekte. Digga, wie kann man sich so... Aspekte. Hast du recht. Aspekte, doch. Finde ich, ist richtig. Sollten wir den Bilden ändern lassen. So sollte eine Freundschaft sein auch. Nee, schneid das raus. Wir sind kein Freund.